Der Kantonsrat hat das Pflege- und Betreuungsgesetz angepasst, das als Wertschätzung für Angehörige, die daheim hilfsbedürftige Personen betreuen. Im Kanton Luzern leben rund 3'000 Personen, die in einem Privathaushalt gepflegt werden. Die Angehörigen möchten das freiwillig und unentgeltlich. Für sie gibt es künftig vom Kanton eine Zulage. Aktuell sind 800 Franken jährlich geplant. Dazu kommt ein jährlicher Gutschein von ungefähr 1'200 Franken. Mit dem können die Angehörigen Pflegedienstleistungen von Dritten zahlen und sich so entlasten. Die Gesetzesänderung war der Gegenentwurf zur Privatpflege- und Betreuungsinitiative. Die hat einen Abzug beim steuerbaren Einkommen von jährlich 5'000 Franken vorgesehen. Die Initianten ziehen ihre Volksinitiative jetzt aber zurück. Aus Sicht der Initiantinnen und Initianten nimmt der Gegenentwurf die wesentlichen Elemente auf. Ich kann Ihnen darum mitteilen, dass das Initiativkomitee entschieden hat, dass die Initiative zurückgezogen werden wird, unter der Bedingung, dass der Gegenentwurf heute im Kantonsrat eine Mehrheit findet und gegen den kein Referendum ergriffen wird. Die Änderung des Pflege- und Betreuungsgesetzes bringt für den Kanton und Gemeinden jährliche Kosten von rund 5 Millionen Franken. Bei der Initiative wäre es doppelt so viel gewesen.